So he turns around and makes his escape. And the king on horseback. And the deer comes back. Do I have to get shot? No, don't you worry, you will not get shot. But after a wild circle in the upper town, the deer comes to the edge of a cliff with nowhere else to go. Ein ganz schön fieser Cliffhanger eigentlich, aber ich verrate es euch, diese Serie wird unten natürlich unbeschadet aufkommen und es wird an dieser Stelle den Re-Fall gegeben haben. Reval, und daraus wird dann später die Hauptstadt von Estland, nämlich Tallinn. So geht die Legende, so geht die Sage, die wir in Tallinn kennengelernt haben, vermittelt durch unseren großartigen Guide George oder Georg. Denn Alex und ich haben vor 2 Wochen Urlaub gemacht. Wir waren in Tallinn in Estland und dann auch noch in Helsinki in Finnland. Und während ich ja dachte, dass eigentlich Tallinn für mich eher die Vorspeise sein würde, hat es sich ganz anders erwiesen. Für mich war Helsinki da nicht das große, opulente Mahl, nicht die Hauptspeise, sondern eigentlich war ja das Schmankerl für mich ganz klar Tallinn. Ein großes Highlight meines Lebens bislang, dieser schöne, kurze Urlaub mit Alex. Denn Tallinn war eine extrem schöne Stadt, sowohl architektonisch, weil es den Esten einfach sehr gut gelungen ist, diese mittelalterliche Stadtbefestigung im Kern, im Zentrum aufrechtzuerhalten, eben zu renovieren, aber stilecht eben auch aufrechtzuerhalten, sodass daraus kein mittelalterliches Disneyland wurde und das eben zu kombinieren mit der Moderne von Tallinn. Denn sobald man sich ein bisschen aus diesem Zentrum begibt, gibt es dann doch diese großen Glasbauten, es gibt große Reklametafeln, eben all das, was man von einer richtigen Großstadt erwartet. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön miteinander verbunden worden. Und dann sind die Menschen außerordentlich sympathisch, es ist so freundlich, man fühlt sich dort so sicher, so geborgen. Es ist ja doch relativ klein, Tallinn ist nicht sonderlich groß, auch wenn dort, ich glaube, ein Drittel der gesamten estnischen Bevölkerung lebt. Das Essen war extrem lecker, das Wetter war genauso griesgrämig grau, wie man sich das natürlich auch erhofft für ein solch nordisches, etwas unterkühltes, eher im innerlichen stattfindendes Kulturland. Das hat mir extrem gut gefallen, aber auch die Wälder sind großartig. Also wenn ich jetzt sage, dass man dort vielleicht eher drinnen ist, einen Tee trinkt, dann heißt das natürlich nicht, dass die Landschaft deswegen weniger beobachtenswert und wunderschön wäre. Nein, ganz im Gegenteil. Unser zweiter toller Guide namens Stan hat uns zum Beispiel erklärt, erstens, wie die melancholische Seele eines Esten aufgebaut ist und einer Estin natürlich. Und er hat uns erklärt, warum die Esten ihren Findlingen, also ihren Felsbrocken, die überall im Lande verstreut liegen, einen so großen Wert beimessen. Es gibt dort wirklich Familien, die eben zu diesen großen Findlingen fahren und dort dann picknicken. Und Stan hat uns in einer urkomischen Anekdote dann auch erzählt, wie er als Jugendlicher immer davon ausgegangen ist, dass alle Völker auf der Erde selbstverständlich Felsbrocken hinterherreisen, um dann dort etwas zu essen, um ein Foto damit zu machen. Und er war so enttäuscht, als er dann festgestellt hat, nein, die Esten sind das einzige Volk auf der Welt, das einzige Volk, das sich so sehr um die Findlinge kümmert. Ja, eine zweite sehr herzerwärmende Detailbeobachtung ist, dass diese Findlinge ja in der Eiszeit aus Finnland kamen, ja, infolge dieser Gletschermassen. Und ein Geschenk der Finnen an die Esten, auch das passt einfach so gut, denn die Finnen sind ein ganz großes Vorbild für die Esten. Dabei geht es natürlich auch um die historische Erwachsenheit dieser Region, denn die Finnen waren immer das freiheitliche Gegenstück, das marktwirtschaftlich orientierte, aber damit eben auch demokratische Gegenstück zur Sowjetunion, zu dem ja Estland oder zu der Estland lange Zeit gehörte. Ihr merkt also, ich fange jetzt schon ganz anders an. Ich bin ein Literaturkanal und spreche jetzt einfach nur über Estland. Das liegt daran, dass ich ein Buch gelesen habe, das eben ja für mich ein Teil dieser Reise war, aber es war wirklich nur ein Teil. Dieses Gesamtkonzept Urlaub Estland, Menschen kennenlernen, mit Alex dort sein und ein Buch dazu lesen, das hat mich so überzeugt. Und deswegen will ich dazu auch noch ein paar Worte verlieren, eben zu Estland, auch zur Autorin, die ich nicht kannte. Ich habe nämlich dann im Vorfeld dieser Reise einfach gegoogelt, ey, ich brauche ein Buch zu Estland, Finnland, was gibt's denn da? Ah, okay, eine Frau, die heißt Sophie Oksanen, Fegefeuer, keine Ahnung, was das ist, packe ich mal ein. Und was ist? Man liest dieses Buch, man schlägt es auf, man knallert, man ballert hindurch, man ist völlig überwältigt, man ist schockiert von den Abartigkeiten der Menschheit, man lernt etwas Neues über Personen, man kann sich in bestimmte Figuren hineinversetzen, Geschichte, die fühlbar, die erfahrbar, die erlebbar gemacht wird, man erhält einen Ausschnitt aus der Geschichte und weiß jetzt, wie es sich anfühlt, eine Estin zu sein, Estin, nicht Estin, ich bringe das immer durcheinander,
da man das Adjektiv ja mit N bildet. Und das ist für mich große Literatur gewesen, ein absolut empfehlenswertes Buch. Los geht's, ich möchte dieses Video in drei Teile teilen. Erstmal Estland, what the fuck ist das? Viele Schluffis von euch, die ähnlich schluffimäßig drauf sind wie ich, meine lieben Zuseher, werden vielleicht nicht genau wissen, was Estland ist. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr den Teil gerne überspringen, aber ich bin ja, ich gebe es zu, in vielerlei Hinsicht dann doch dilettant, wissensdilettant, gleichzeitig auch ein bisschen, naja, sagen wir mal so, zentriert veranlagt. Ja, ich liebe Italien, also werde ich mich immer wieder auf Italien konzentrieren. Dabei fällt dann leider sehr viel aus dem Blick. Frankreich kenne ich auch, ja, Japan kenne ich, aber Estland, warum denn Estland? Falls es euch auch so geht, dann gibt es hier ein paar grundlegende Infos. Ja, kombiniert mit Bildern, mit Videos. Alex hat schon ihr Okay gegeben. Die Knutschbilder lassen wir natürlich außen vor. Dann kommen wir zu Sophie Oksanen als Teil 2. Ich werde etwas zu ihr kurz erzählen, warum es eigentlich so notwendig ist, auch mal Sophie Oksanen kennenzulernen, warum es zumindest eine große Erfahrung ist, eine Erweiterung des Wissensschatzes, auch eben der emotionalen Brisanz des Zugangs zur Welt, denn Sophie Oksanen hat etwas zu sagen, liebe Leute. Das wird deutlich im Roman Fegefeuer von 2008 und das ist dann natürlich ja, Mittelpunkt unserer Kritik. Los geht's! Also Estland, das nördlichste der drei baltischen Länder, ist seit 1991 unabhängig. Davor gehörte es eben lange Zeit zur Sowjetunion oder zur Sowjetunion. Ich habe immer ein leichtes Problem mit diesem Wort. Ich weiß nicht, ob ich es aussprechen soll wie Serviette oder wie hier. Also Sowjetunion oder Sowjetunion. Das ist für mich so ein Wort. Ich nuschel das immer weg und hoffe, dass es nicht beanstandet wird. Estland war vor dem Zweiten Weltkrieg schon mal unabhängig, allerdings nur kurze Zeit. Seit Januar 2021 heißt die estnische Premierministerin Kaja Kallas eine junge Premierministerin, allerdings auch nicht die erste. Estland hat 1,3 Millionen Einwohner, also etwas weniger als die ja, geliebt verhasste Stadt München, aus der ich stamme und die mittlerweile, glaube ich, etwas mehr hat, etwas um die 1,5 Millionen Einwohner. Estland hat einen außerordentlich starken IT-Sektor, gerade in Anbetracht der doch eher geringen Einwohnerzahl. E-Government ist ein ganz großes Themengebiet, also Skype kommt zum Beispiel aus Estland, alles was mit digitalen, modernen Medien zu tun hat, ist in Estland einfach up to date und wird eben dort frenetisch auch ja, verbessert, daran wird gearbeitet. Das merkt man zum Beispiel, wenn man sich eine Fahrkarte kauft am Automaten oder wenn man in die Fähre einchecken will nach Finnland, dann ist das so reibungslos, dass man sich wundert, warum die Deutschen sowas irgendwie nie hinkriegen. Es ist wirklich merklich, also es ist so easy, auch das Bezahlen ist dermaßen schnell und einfach. Ganz, ganz große Klasse. Übrigens, ja, das Premierministeramt bzw. das Parlament heißt es richtig, ich erfinde Wörter, seht ihr hier auch nochmal und an der Seite seht ihr das kleine Mäxchen. Es gibt unter diesen 1,3 Millionen Einwohnern übrigens eine relativ große Minderheit an Russen. Etwa 25% der in Estland lebenden Menschen sprechen Russisch oder haben auch einen russischen Pass, bewerten sich vielleicht selber eher als ethnische Russen, denn als Esten. Das ist ein Teil des Problems, des immer noch anhaltenden, schwerenden Konflikts, der sich eben aus der Historie ergeben hat. Ja, zur deutschen Geschichte kann man auch noch kurz etwas sagen, denn Tallinn hieß ja früher Reval. Ob es jetzt wirklich vom Fall des Rehs kommt, sei mal dahingestellt. Aber wir erkennen zumindest in diesem Mythos schon die dänisch-deutsche Vergangenheit, denn Tallinn war lange Zeit unter der Herrschaft, unter der Schwertherrschaft der deutschen Ritterorden und die Magistrale, die administrative obere Ebene der Stadt, eben die Politiker, die Führer, die Leiter dieses Landstrichs, damals Livland hieß es ja auch mal, die stellten in aller Regel eben Deutsche ja, aus den verschiedensten Orden. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Das ist mein Kurzüberblick über Estland. Ich fand das wunderschön. Ich habe euch währenddessen auch ein paar Bilder eingeblendet von der Altstadt. Eine absolut sehenswerte, lohnende Stadt. Und ich möchte noch anhand eines architektonischen Bildes sozusagen erklären, warum Alex und ich Tallinn so großartig fanden, so schön. Denn wir sind vom neuen Berliner Flughafen losgeflogen nach Tallinn. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon wart. Das Terminal ist riesig groß. Es hat 20, 30 Meter Höhe vielleicht. Das war für mich dann einfach so ein extrem einprägsames Bild. Ein riesiger Raum, nur ist dieser Raum für den Passagier komplett nutzlos. Also für den, der irgendwo hinfliegen will, für den einfachen Menschen, ist dieser Raum sozusagen verschwendet. Es ist ganz klar ein Prestigeobjekt, es ist ein Machtbau. Es zeigt einfach den Reichtum Deutschlands und soll darüber hinaus eigentlich nichts, in meinen Augen zumindest nichts,
leisten. Denn als Mensch hat man dort nicht mal einen Sitzplatz. Ja, wir haben auf den Schalter gewartet, dass der geöffnet wird, und da es einfach auch keine Sofas dort gab, auch keine Stühle, ja nicht mal irgendwelche Hartschalen, Plastikstühle. Deshalb saßen wir einfach auf einer Metallstange, die eben so als Fensterschutz irgendwo in Knöchelhöhe angebracht war, und haben uns dort unseren Po rund und eckig gesessen. Auf einem Flughafen, der für Menschen gedacht ist, gibt es nicht ausreichend Sitzplätze. Und diese absolut absurde, bescheuerte Höhe. Und dann kommen wir nach Tallinn, und wie ist der Flughafen dort aufgebaut? Natürlich das komplette Gegenteil. Es ist für den Menschen gedacht, es gibt überall so auch bunt bemalte Wände, es gibt überall bunte Sofas, wirklich wunderschöne, so im Stil von, ich weiß nicht, Art Deco, aus den, ich weiß nicht welches Jahrhundert oder welches Jahrzehnt, ich kenne mich da nicht aus, aber es sieht eben auch sehr schön aus. Es gibt dort eine Tischtennisplatte mit den dazugehörigen Kellen und Bällen, alles ist in bester Ordnung, es ist nicht kaputt gemacht worden, offenbar, weil wirklich jeder darauf achtet. Gut, dann kommen wir zu Sofi Oksanen. Sofi Oksanen wurde 1977 in Finnland geboren. Ihr Vater ist Finne, ihre Mutter ist Estin. Sie hat also beide Identitäten, beide Geschichten mitbekommen. Sie empfindet sich offenbar eben sowohl als Finnin als auch als Estin. Ihr seht an den Bildern schon, sie ist ein ziemlich bunter Hund, ein Paradiesvogel, extrovertiert auf jeden Fall. Und das passt dann eben auch häufig zu diesen Themen. Sie beschäftigt sich nämlich sehr häufig mit der estnisch-finnischen Geschichte, mit der Gesellschaft, vor allem aus einer feministischen Perspektive heraus. Auch in Fegefeuer geht es ganz klar um feministische Themen. Es geht häufig um die Machtstruktur, die von Männern über Frauen gelegt wurde. Es geht um ganz hart Vergewaltigungen. Dieses Werk ist eine Ausgeburt des Scheußlichen, des fast schon Dämonischen, aber eben auch des Profan-Dämonischen. Das, was eben mit Menschen geschieht, wenn sie sich einer Ideologie hingeben und wenn sie dann davon ausgehen, dass sie mit Hilfe dieser Ideologie im Gepäck diese großen Instrumentarien des Menschen Unterscheidens und das Gut und das Böse, wenn sie eben mit diesem Folterwerkzeug dann auf andere Menschen losgelassen werden, vor allem auf Frauen, die sie dann eben, ja, man kann sagen, man muss sagen, eben systematisch vergewaltigen. Eine heftige Lektüre, deswegen ist hier jede Warnung natürlich angebracht, aber vor allem eben die Empfehlung, lest das, es ist großartig, es ist wichtig, es sagt eben etwas aus, wie Menschen miteinander umgegangen sind, wie sie häufig miteinander umgehen. Es geht aber nicht nur um Gewalt, es geht zumindest nicht nur um äußerlich angewandte Gewalt, sondern es geht eben auch um eine Zerstörung der Kultur, um eine Zerstörung von Familienbanden, um die Zerstörung eines ganzen, ja, Nationalstolzes auch, einer Nationaltradition. Und was das für einen einzelnen Menschen bedeutet, ist das, was dieses Buch für mich so grandios macht. Denn ansonsten könnte ich auch in Geschichtswerken nachlesen, wie eben in dem Fall die Sowjets, aber man kann das natürlich durch andere Aggressoren oder eben Herrscher und Herrscherklicken ersetzen, aber in dem Fall, wie die Sowjets eben dazu beigetragen haben, dass ganze Familien in Estland letztlich keine Bande mehr fühlen, weil es eben zu dieser großen Zersplitterung kam in der Folge der estnischen Teilhabeschaft, kann man das so sagen, an der Sowjetunion, dass eben Estland dann sich auflösen musste und ein Teil der Sowjetunion wurde. Okay, jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Es geht letztlich um zwei Frauenfiguren. Da ist zum einen die alte Alida Tru. Sie lebt 1992, also ein Jahr, ganz genau, Max, so läuft Mathematik, nach der Unabhängigkeit von Estland. Sie lebt auf einem großen Hof, auf einem estnischen Dorf, also nicht in Tallinn. Wir erfahren erstmal über sie relativ wenig und plötzlich passiert jetzt etwas, das handlungsinitiierende Moment sozusagen, um es mal so ein bisschen trocken, ekelhaft auszudrücken, aber natürlich dennoch korrekt. Da findet sie nämlich im Matsch vor dem eigenen Hof ein Menschenbündel, man muss es so sagen, nämlich eine junge Frau, Sarah. Sie ist zerrissen, sie ist halbnackt, sie ist zerlumpt und sie hat große Angst offenbar. Und ja, Alida nimmt diese Sarah jetzt auf, wobei beide Frauen geprägt sind von einem sehr taktischen Manövrieren.
Dabei kann man auch mal erwähnen, dass es einen personalen Erzähler gibt, beziehungsweise eine personale Erzählerin, die eben hin und her hüpft zwischen diesen beiden Frauen, sodass wir Leser immer auch mitbekommen, dass die sich jeweils nicht ganz öffnen, denn sie wissen immer nicht, was die andere denn eigentlich macht. Besonders Alide hat natürlich keine Ahnung, warum Sarah jetzt dahergekommen ist. Diese Sarah tischt ihr erstmal so ein paar halbgare Lügengeschichten auf oder möchte zumindest nicht die ganze Wahrheit verkünden. Das merkt Alide. Sie merkt aber auch, dass Sarah wirklich Hilfe braucht. Und so haben wir jetzt erstmal diese Situation und diese Konfrontation von zwei Frauen, die offenbar leiden, die offenbar von ihrem ganzen Wesen her nicht mehr in der Lage sind, offen zu sein, was uns natürlich auf die Rahmenbedingungen, auf die gesellschaftliche Konstruktion aufmerksam macht. Denn die sind ja nicht aus irgendeinem psychischen Defekt nicht in der Lage, offen zu sprechen, hallo, ich bin gerade hier weggerannt und ich brauche deine Hilfe, damit ich blablabla, sondern die haben eben Angst, dass die andere Person ein Teil einer verfeindeten Gruppierung ist. Und dieses Denken, dieses Konfliktdenken, auch dieses Parteidenken, Gruppendenken hat sich natürlich durch die letzten Jahre ergeben. Aus unterschiedlichen Gründen, denn Sarah ist eine junge Frau und Alide ist über 80, aber das ist von Anfang an eine ganz große Spannung, wirklich ein fast schon kriminologisch spannendes Element. Dann gibt es jetzt eine Vorgeschichte und in die werden wir plötzlich hineinkatapultiert. Wir sind in Estland Ende der 30er Jahre. Alida ist ein Mädchen, eine junge Frau und gemeinsam mit ihrer Schwester Inge streift sie eben so durch die Wälder. Alles ist noch Friede, Freude, Eierkuchen, ja, heile Welt in Estland. Und dann gibt es einen so wunderschönen, tollen Mann namens Hans. Ein junger Mann. Mein Gott, ist der toll und Alida will ihn heiraten. Aber für wen entscheidet sich Hans? Natürlich für Inge, denn Inge bekommt immer alles. So, und jetzt wird dieses Eheglück von Ingel und Hans beschrieben. Alide ist aber natürlich unsere Zentralfigur. Aus ihrer Perspektive wird das geschildert. Und sie ist eifersüchtig, sie ist auch rachsüchtig. Also sie kann damit ganz schlecht umgehen, dass ihr das Glück vorenthalten wird, das sie eigentlich in ihren Augen so sehr verdient hätte. Es ist also auch von Anfang an eine Liebesgeschichte, eine negative Liebesgeschichte. Eine Frau, die eben nicht erfahren kann, was Liebe bedeutet. Zuerst aus, naja, Pech, wie das so ist. Die Leute entscheiden sich halt hin und wieder auch für den anderen oder für die andere und so. Ja, muss man dem Wind die eigene Liebe entgegenschreien und die Tränen über das Meer der Ostsee vergießen und währenddessen eben alle Liebesgedichte zerfetzen. Und nein, ich rede jetzt nicht aus Erfahrung, oder? Naja, wie auch immer. Es kommt dann eben, wie es geschichtlich kommen musste. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Es kommen zuerst mal die Russen nach Estland. Die werden ausgelacht, weil sie eben diese komische Propagandasprache haben. Das wird hier auch relativ humorvoll geschildert. Dann kommen die Deutschen und die sind jetzt für die Esten gar nicht so die Aggressoren. Auch wenn man bemerkt, ja, da werden ein paar Juden abtransportiert, aber Alida und ihre Schwester bemerken nicht, welche negative Ideologie die Deutschen haben. Das ist auch sozusagen gar nicht Teil dieser Geschichte. Das mag für uns Deutsche schwer sein, aber die Deutschen werden hier eben nur als eine Zwischenstation, als eine Etappe in der eigenen estnischen Geschichte dargestellt. Aber eben aufgrund der schon erwähnten historischen Verbundenheit haben die Esten offenbar zu den Deutschen ein etwas ja, entspannteres und intimeres Verhältnis und sie sagen, ja, das passt, dass die Deutschen jetzt hier sind. Dann kommen nach ein paar Jahren, so 44, 45, wieder die Russen, die ja die Deutschen allmählich wieder zurückdrängen, beziehungsweise die Sowjets natürlich, man muss da ja akkurat sein. Und jetzt passiert die große Tragödie, die große Gewalt und das muss ich zum Teil sagen und ich muss es in gewisser Hinsicht spoilern, auch wenn ich das Ende nicht verraten werde und die, sagen wir dann, überraschenden Auflösungen. Aber man muss hier sagen, was passiert. Jetzt beginnen nämlich einfach, wie ich ja schon gesagt hatte, systematische Vergewaltigungen der Frauen. Alide wird nämlich verhört erstmal auf diese typisch freundliche Art. Da möchtest du nicht ein Stück Schokolade, willst du nicht mal einen Kaffee trinken, endlich mal was Warmes im Magen. Dafür musst du uns nur sagen, wo dieser Hans ist, der Mann deiner Schwester. Denn Hans hat doch damals für die Deutschen gekämpft und wir suchen jetzt einfach unverbindlich mal alle, ja, nennen wir es Dissidenten, Abweichler, aber wir wollen denen eigentlich nichts, wir wollen ja nur mit denen reden. Aline hat sich aber, wie gesagt, in Hans verliebt, das ist für sie der ganz wichtige Mann und sie verrät ihn nicht. Und dann kommt es, wie es kommen muss, sie wird von einer Gruppe vergewaltigt, das Ganze wird natürlich sozusagen in Folterart durchgezogen. Dann leidet darunter auch noch Ingel, ihre Schwester und noch deren 7-jährige Tochter. Und das sind ganz klar auch Szenen, die schockieren, die sind kaum zu ertragen. Und wenn man jetzt meinen könnte, es handelt sich dabei um so eine Yanagihara-mäßige Torture-Porn-Exzessivität, die eigentlich nur aus Gewaltorgien heraus oder aus der Lust an Gewalt sich selber speist, der hat in meinen Augen nicht verstanden, dass Sophie Oksanen hier wirklich Geschichte erfahrbar macht und ein massenhaft erlebtes Leid
dem Leser mitgibt. Und das mag man jetzt widersprüchlich ambivalent beurteilen. Ich finde das absolut wichtig, auch weil ich persönlich eben für mich sage, ich bin in der Lage, das zu akzeptieren, auch wenn ich einen immensen Hass beim Lesen spüre. Und natürlich auch einen immensen Hass, der sich dann auf Personen richtet, die das gar nicht verdient haben. Weil man natürlich diese maskuline Gewalt so bemerkt. Das muss man dann auch schlucken sozusagen. Ich glaube, anders kann man dieses Buch nicht akzeptieren und gutieren. Es erinnert uns daran, dass das ein Teil der alten Geschichte ist. Schon die Römer haben ja mit dem Raub der Sabinerinnenfrauen natürlich systematisch, strukturell im Dienste ihres Staates entführt und dann natürlich vergewaltigt. Und diese Frauen hier in dem Roman, die können nicht mehr miteinander reden. Alide sieht auf der Straße in den Blicken der anderen gebrochenen Frauen auch deren Vergewaltigung. Aber die schämen sich so untereinander, dass sie darüber nicht reden können. Das ist so wichtig, mal sich klarzumachen, dass diese Opfer niemals das eigene Leid thematisieren konnten. Zum Teil, weil es verboten war, zum Teil aber auch, weil sie es natürlich psychisch umdeuten. Weil sie die anderen Vergewaltigungsopfer zu schwächlichen Frauen degradieren. Obwohl sie selber auch wissen, dass es ihnen ja auch ergangen ist. Also psychologisch ist das fein beobachtet von Oksanen. Und damit zeigt sie uns wirklich diese absolut scheußliche Macht von maskuliner Herrschaft, von Vergewaltigung, die hier ganz klar nur von Männern ausgeübt wird. Und dazu noch ein kurzer Exkurs, eine kurze Anekdote. Denn manche könnten jetzt einwenden, dass es sich bei diesen Gewaltorgien um historische Verbrechen handelt, dass es sich bei dieser Gewalt gegen Frauen um ja mit Sicherheit sexistische Vorfälle, um wirklich auch grausame Vorfälle handelt, die sich aber so heute nicht mehr wiederholen. Und da will ich nur etwas Kurzes erwähnen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig zu betonen, dass es selbstverständlich immer noch Sexismus gibt, dass es immer noch auf der Welt Femizide gibt, dass Frauen selbstverständlich von vielen Männern immer noch strukturell, systematisch erniedrigt werden und nicht als gleichberechtigte Menschen betrachtet werden. Und dazu eine Anekdote, auch wenn ihr vielleicht meint, dass ich mir das ausgedacht habe, weil es einfach zu perfekt zu passen scheint. Aber es ist wirklich so geschehen. Nach den Tagen in Tallinn sind Alex und ich dann ja weitergereist nach Helsinki, nach Finnland. Und dort waren wir in einem Hotel untergebracht. Und übrigens nur kurz, ich fand Helsinki extrem schön, Alex fand Helsinki auch sehr schön. Das heißt, Helsinki ist mit Sicherheit auch eine absolut lebenswerte, tolerante, moderne Stadt. Das, was dort passiert ist, ist jetzt sicherlich kein Zeichen von Helsinki oder Finnland. Aber wir saßen beim Frühstück im Buffetsaal, beziehungsweise eben im Saal am Buffet, und neben uns saß ein, ja, so ein richtig bulliger, kantiger Mann, mit dem man sich jetzt nicht gerne anlegen möchte, hatte im Gesicht Tätowierungen, war wirklich massiv trainiert, hatte so einen richtig raumgreifenden Platz dort eingenommen, sein Stuhl hing so halb im Buffet, die Leute kamen kaum um ihn herum, er saß da alleine, er hat dann auch die Bedienung angeraunzt. Ich mache ihn hier wirklich nicht absichtlich schlecht, sondern das war sein Eindruck, also höchst aggressiv. Und dann war ich hinter ihm, denn ich bin zum Buffet gegangen und ich musste direkt an ihm vorbei, da er sich so halb ins Buffet hineingesetzt hat, in seiner großen Macho-Attitüde. Und er hatte in seiner Hand sein Handy und auf dem Hintergrund, ehrlich war, hatte er das Bild, also ein Foto einer nackten Frau. Den Kopf hat man nicht gesehen, man hat nur die Brüste gesehen, bis runter zum Schambereich, und die Frau hat ihre Beine gespreizt, sodass man die Vagina gesehen hat. Und ich bin in diesem Moment innerlich so ausgerastet, weil ich gerade dieses Buch gelesen hatte. Ich war gerade fertig geworden mit Fegefeuer, und dann sitzt da jemand, so ein Macho-Arsch, der durch seine Tasten, durch seine Fingerchen die Macht hat über eine Frau, der diesen Körper beherrscht und dem es auch egal ist, ob alle Menschen das sehen. Ich weiß nicht, welche Frau das ist, aber es ist so eine Erniedrigung in meinen Augen gewesen, so ein Machtsymbol, dass er diese Frau in der Hand hat. Und mir ist in diesem Moment so drängend bewusst gewesen, ich habe das gespürt, wirklich mit jeder Faser meines Körpers, wie unfassbar wichtig solche Bücher sind. Dass es diese sexistische Grundnorm in vielen Menschen immer noch gibt, eine Norm, die festsetzt, dass Männer mehr wert sind, dass Frauen verachtet werden müssen, dass man mit ihnen auf eine brutale Weise umgeht, weil sie, naja, in gewisser Hinsicht für manche Idiotenmänner, für Arschloch-Macho-Männer ein Objekt sind. Und deswegen, um wieder runterzukommen, dieses Buch ist extrem wichtig, und dieser Umstand von ja, sexistischer Manier, von Abartigkeit, von Brutalität ist leider nichts, was irgendwie ja, mit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden ist oder mit dem Untergehen von gewissen Ideologien, sondern Sexismus herrscht natürlich weiterhin und muss weiterhin bekämpft werden.
Wer das verkraftet, der muss dieses Buch lesen, denke ich, weil es so viel darüber sagt, wie Machtstrukturen aufgebaut wurden, wie Frauen immer wieder darunter gelitten haben unter diesen Ideologien. Denn diese Männer, die vergewaltigen, die haben ja nach außen hin den großen Auftrag, eine Ideologie, hier den Kommunismus in die Welt zu setzen. Zumindest einige tun das wirklich in dieser agitatorischen, frenetischen Absicht, also mit politischer Energie. Es geht in diesem Buch, und das muss ich auch sagen, aber auch ganz klar um den Verlust der Kommunikation in den Familien. Denn dieser Alide wird sich dann, um sich zu retten, um einen stabilen Anker im Leben zu haben, aus diesem Grund wird sie sich einen Kommunisten, einen überzeugten Kommunisten und Agitator an die Seite ziehen, nämlich Martin. Der soll sie einfach nur schützen. Es wird beschrieben, dass sie den nicht liebt. Der ist äußerlich ekelhaft, der ist auch nicht ihr Typ, aber sie braucht den Schutz. Denn niemand wird sich mehr an Alide vergehen, wenn sie eben an der Seite von Martin ist. Sie bekommen eine Tochter und diese Tochter wird von Alide jetzt natürlich sträflich allein gelassen, was den Aufbau einer Identität betrifft. Denn diese Tochter wird nichts von der estnischen Vergangenheit in Erfahrung bringen, da Alide sich ja irgendwie das Konzept einer Kommunistin sozusagen entwickeln muss und jetzt nach außen hin den Schein von Kommunismus eben lebt und zelebriert. Das heißt, die eigene Tochter wird nicht erfahren, was diese Mutter denn eigentlich in ihrer Kindheit erlebt hat, was dieses Land auszeichnet. Die ganze estnische Geschichte wird in der Sowjetunion natürlich auch unter den Teppich gekehrt, denn jetzt gilt es natürlich nur, ja sozusagen die Überwindung des Kapitalismus anzustreben. Es geht eben um diese uns allen aus dem Geschichtsunterricht bekannten oder eben nicht bekannten Konstrukte des Kommunismus. Und dadurch haben wir in der Familie überhaupt keinen Aufbau mehr, überhaupt keine Kommunikationsebene, weil die Tochter sich ihrer Mutter überhaupt nicht nahe fühlt. Weil die Mutter offenbar auch zu der Tochter kein Verhältnis entwickelt, weil diese Tochter ja von einem Mann kommt, der, ihr ahnt das Prinzip. So, und jetzt finde ich es so tragisch, dass Alide, als sie älter wird und als es dann endlich zu der Unabhängigkeit Estlands kommt, dass sie da allmählich darüber reflektiert, dass ihre Tochter, die jetzt nach Finnland gegangen ist, wo es freiheitlicher ist, wo es auch marktwirtschaftlich etwas stabiler zugeht, dass diese Alide jetzt darüber nachsinnt, dass sie ihre Tochter einfach verloren hat. Und dass sie jetzt auch nicht mehr darüber hinwegsehen kann oder dass sie jetzt keine Verbindung mehr schaffen kann. Also es wird so deutlich, und das muss man gar nicht auf Estland nur beziehen, das kann man auch auf die DDR übertragen, das kann man auf alle Ostblockstaaten übertragen oder auf alle Länder, in denen es einen Systemwechsel gab, dass es zwischen den Familien wirklich so unüberwindbare Brüche gibt und dass sich die nicht aus Dummheit der einzelnen Akteuren ergeben, wie man das häufig hört oder wie man von vielerlei Seiten vielleicht allzu einfach auch mitgeteilt bekommt, dass die DDR, die Ossis damals halt irgendwelche Fehler gemacht hätten oder dass die immer noch in ihrer Zeit verhaftet sind. Ich finde, das greift diesen Kern der Problematik nicht, dass Menschen einfach natürlich ihr gesamtes Bild aufbauen, dass es dabei häufig auch um Selbstverteidigung geht, dass es um die Wahrung einer Identität geht, die eben von einer feindlichen Ideologie zermalmt wird oder zermalmt zu werden droht, wenn man sich nicht anpasst. Diese Anpassungsleistung wiederum bedeutet aber, dass man sich entfremdet von der eigenen Vergangenheit, von der eigenen Familie. Ja, ich hoffe, ihr merkt, es ist für mich eben ein so tiefes Buch, das uns wirklich klar macht, auf einer ganz, ganz basalen Ebene, was Menschsein bedeutet unter den Einflussfaktoren einer Ideologie, die eben sich überhaupt nicht schert um den Einzelnen, die den Einzelnen letztlich vernichten möchte. Und ja, deswegen ist es für mich in vielerlei Hinsicht ein Buch der Entfremdung, ein Buch der Heimatlosigkeit, auch ein Buch der Gewalt. Und es ist den Esten natürlich zu hoffen, dass sie das jetzt 30 Jahre nach, sozusagen nach der Unabhängigkeit gelöst haben oder dass sie auch psychisch sich irgendwie befreit haben. Denn man muss heute auch noch sagen, und das hat mich dann überrascht, als ich mit Alex in einem Museum war in Tallinn, man muss sagen, dass die Esten tatsächlich auch in ihrer Selbstaussage sehr unglückliches Volk sind. Sie sind sogar das unglücklichste Volk, wenn man irgendwelchen Umfragen Glauben schenkt, auf der Welt. Sie haben einen ganz schwarzen, zynischen Humor. Und wie gesagt, sie sagen selber von sich, dass sie sentimental sind, dass sie eigentlich nostalgisch veranlagt sind, dass sie immer woanders sein wollen, dass sie auch häufig in der Vergangenheit leben. Und ich glaube schon, dass man das auch spürt oder dass man das durch solche Bücher erkennen kann, wie es dazu gekommen ist. Und deswegen ist das Weltliteratur, es ist sprachlich großartig. Es gibt übrigens auch, nicht, dass sich jetzt jemand wundert, ja, du redest nur über die Geschichte oder über die Gewalt von Menschen, es geht doch hier gar nicht um die Literatur. Da möchte ich nur an dieser Stelle sagen, dieses Fliegenmotiv wird von Sophie Oksanen wunderbar eingeführt, denn auf diesem Hof von Alide True, da wimmelt es von Insekten, von Tieren und die Fliege ist ein ganz wichtiges, ja, man könnte schon sagen Symbol. Und man fragt sich die ganze Zeit, wofür diese Fliege wohl steht und am Ende,
ja, entlarvt es sich sozusagen, um da auch irgendwie im Tierischen zu bleiben. Und wie es sich entlarvt, das ist ganz, ganz schrecklich. Und das haut dem Ganzen nochmal irgendwie die ohnehin schon nur noch so mit dem letzten Rest Haut irgendwie auf dem Hals sitzenden Kopf, den haut es nochmal richtig schön zur Seite. Und ja, ein Buch, das mich auf jeden Fall umgehauen hat. Ja, und deshalb möchte ich jetzt damit diese elendlange Ausführung zu diesem großartigen Buch beenden. Sophie Oksanen, Fegefeuer, erhält von mir 9 Punkte. Fegefeuer lässt uns natürlich auch daran denken, dass es hier um moralische Schuld geht, denn auch Alide Trou ist nicht so frei von jeder Schuld, wie das jetzt vielleicht klingt. Lest dieses Buch. Es hat so viele Aspekte, es geht so sehr in die Tiefe, es zeigt uns, wie Alide dann eben taktiert, was sie tut, was für scheußliche Aktionen sie auch ausführt, um irgendwie am Leben zu bleiben, um auch Hans zu helfen. Ein schrecklich gutes Buch, ein so brutales Buch. Ich empfehle es jedem auf eigene Gefahr, selbstverständlich. Und ja, das war meine Rezension zu Fegefeuer von Sophie Oksanen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss.